So Leute, wir sind im vorletzten Castle, also im letzten Mini-Castle und stellen uns diesem komischen Stachelblob mit seiner fetten roten Nase. Stegos Festung. Warum muss ich dabei immer an Stegosaurus denken? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil dieser Boss an Stegosaurus abgeleitet ist. Genau. Und Buhus, yes. Aber ihr könnt mir nichts anhören, denn ich hau einfach ab. Tschüss. Was haben wir hier? Ein Doppeltrampolin. Nice. So, normale Geisterstärke ist. Tschüss, tschüss, tschüss. Da bloß eine Blume, die nehme ich aber mit. Und lass mich dabei volle Kanne von diesem komischen Geist dissen. Zack, danke. Zack, danke. So, Concentration. Weil hier fliegt überall Feuer durch die Gegend. Ah, eine ganze Buu-Familie. Hallo. Ich soll euch zuerst mal rauslocken. Durch den Weg. Ach, die Feuerschranken. Ich erinnere mich. Sterne. Ach ja, die klassischen Mario-Feuerschranken. Wer kennt sie noch? Ich liebe sie einfach nur. Jetzt kam so ein Part hier. Muss mal aufpassen, dass sie zerquetscht werden. Oh, das war einfach. Und zack, aufwärts. In die nächste Etage. Plack, du gehst mal weg hier. Sternchen. Und wieder abwärts. In eine verschlossene Tür. So, einer von denen ist eine Fälschung. Ja, der da. Zack. Zack. Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Weil er einfach nur ein Blob ist und nichts drauf hat. Außer mich wegzuschubsen. Was mir gar nicht gefällt. Naja, den kriegen wir gleich. Erstmal auftanken. Der wird sowieso gleich wiederkommen. Wie ich den kenne. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Na komm, folge mir. Blauer Schleim. Ha, was auch immer du vorhattest. Es ging in Rauch auf. Und gib mir den Schlüssel. Vielen Dank. Netter Schleim. Okay, ein Checkpoint. Und eine Menge Sternchen. Die natürlich alle mitnehmen. Ganz einfach, weil wir es können. Ach, die Stelle. Jetzt müssen wir irgendwie so einen Blob finden und dieser Blob hat einen Schlüssel. Und den brauchen wir. Ne, hier war nicht. Hier war nur so ein komische kleine Stego-Kinder, die irgendwie in einem Blume bewachen. Die brauchen wir jetzt nicht. Gut, eventuell wüsste ich, wie das geht, aber... Okay, machen wir es doch mal. Um euch mal zu zeigen, wie in etwa das funktionieren soll. Habt ihr gesehen? Ja. Einer trifft den anderen und ja. So geht's natürlich auch.
das ist nicht das, was wir suchen. Fail, würde ich sagen. Das war jetzt richtig gefehlt. Orange Yoshi. Oh, und Mäuse schon wieder. Ach, ich liebe sie ja, diese komischen Viecher. Ich glaube, hier unten ging es lang. Zum Schlüssel. Hopp. Und? Das sind zwei Pfeile. Ah, da ist ja was wir suchen. Hier, du, komm mal raus hier. Okay, noch drei Schuss. Ah, das war's schon. Cool. Tschüss, Machi. Oder Slimy. Oder was auch immer du bist. So, auf zum Schlüsselloch. Was haben wir hier unten? Können wir uns hier vielleicht aufstocken? Ja. Super. Was haben wir hier drin? Das war schlecht. Ah, Münzen, danke. Okay, wieder rüber hier. Durch diesen lustigen Rattenparcours mit seinen Feuerschranken. Au, das habe ich irgendwie gewusst, dass es passieren wird. Bei diesen Feuerschranken. Gut, Mario würde wahrscheinlich sofort sterben bei diesen komischen Dingern. Aber nicht Yoshi. Yoshi ist etwas widerstandsfähiger als Mario. Jetzt müssen wir so einen Korken suchen, der verschlossen ist. Genau der. Zack. Und kriegen einen Checkpoint. Wunderbar. Ah, Lava. Ein ganzer See von Lava. War ja noch... Ja, ich wusste es, hier war noch was Gefährliches. Ich glaube, da kommt noch einer, der irgendwie so quer rumspringt. Wahrscheinlich hier. Manchmal kann irgendwie Menschen Münzen schlucken und manchmal nicht. Hm. Auf jeden Fall ist das mit der Lava hier extrem geil gemacht von den Entwicklern. Sowas nennt man Lava-Surfing, auch wenn dieser Baumstamm eigentlich verbrennen müsste in der Lava. Hm. Merkwürdig. Keine Logik. Aber es ist Mario. Das ist kein Problem. Denn bei Mario ist das Wort Logik ein Fremdwort. Aha, komm zu mir, Baby. Ich warte schon auf dich. Ich mach dich heißer als die Lava. Ich schlecke und schlecke dich ab in meiner langen Zunge. Und dann haben wir richtig viel Spaß. Nur wir beiden. Ich, Yoshi und du. Deswegen komm zu mir. Ah, jetzt kam der schon, der Typi. Boah, das war lustig hier. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Aber jetzt denke ich Schluss. Ich mach dich fertig. Nein, ich mach dich fertig, Kamek. Und ich fange mit deinem Stegosaurus an. Boom. Zack. Gut, aber das war nicht der Sinn der Sache. Nein, sondern... Erst müssen wir ein Loch da durch den Boden graben. Dann müssen wir dafür sorgen, dass der Kunde da reinfällt.
sehr leicht. Und wir können eine ganze Menge Leben farmen. Wow, und der nervt ein bisschen. Ich glaube, ich muss den mal weg von diesem Kunden. Ja, der kommt ganz gerne mal angesprungen. Das muss ich ein bisschen unterbinden. Egal, er wird sowieso durch die Lava fliegen. Okay, seine Sprünge sind ein bisschen nervig. Aber egal. Damit haben wir schon mal ein Lava-Loch geschaffen. Vielleicht springt er ja so rein, wer weiß. Ja, er ist so reingesprungen. Auf Wiedersehen, verbrenne! Und Peace Flavor. Saubere Arbeit, Yoshi. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dir. Ja, das lief doch recht gut und schon geht's weiter. In den... In die Nebelgrotte. Ach, das war das ja, so ein Scroll-Level. Das war auch nicht gerade schwer. Ich weiß noch damals, als ich aufgenommen hatte mit Fraps, gab es hier gerade in Bowsers Welt irgendwelche Aufnahmeprobleme, die ich dann hier in diesem Part erklärt hatte. Ich glaube, irgendwie hat es damals nicht aufgenommen. Da hatte ich damals mit Nero noch bearbeitet, mit Camtasia noch nicht. Und ja, damals, da war das noch ein bisschen schwieriger von der Aufnahme. Weil wenn ich meistens die FPS-Zahl ausgeschaltet hatte, dann hat es nicht aufgenommen manchmal. Das hat mich ein bisschen geärgert und da habe ich mich auch so manches Mal für entschuldigt. Aber ja, heute ist das ein bisschen anders. Heute kann ich mit der FPS-Zahl aufnehmen. Aber ich kann es dank Camtasia wegskalieren. Genauso die schwarzen Ränder. Und das ist das Praktische. Seitdem hatte ich mich gleich in Camtasia verknallt. Weil es einfach ein richtig tolles Programm ist. Also ihr wisst, wie es mit dem Verknallt gemeint ist. Im Sinne von, ich mag dieses Programm sehr, sehr gerne. Arbeitstechnisch. Lieben tue ich nur Frauen. Das ist klar. Und Mario hat gerade eine rote Münze verschluckt. Da ist ja im Prinzip Yoshi ein Geldfresser. Wenn man es so nimmt. Na, wenn er Red Coins verschluckt. So, manche Leute mögen keine Scroll-Level. Ich finde sie momentan recht chillig. Vor allem gerade hier. Ist hier was drin? Nein. Nicht dagegen chillig in die Scroll-Level teils bei Donkey Kong Country. Na, gib die Münze. Sei her. Toll. Ich treffe ihn mit dem Feuer, aber er gibt mir keine Münze. Nein, nicht ohne Mario. Aber wie kann das sein? Ich habe ihn doch gerade mit dem Pfeil getroffen. Ach Spiel, du nimmst mich auf den Arm, oder? Ich glaube ja. Wenn das so weitergeht, brauchen wir diese komische Farmerei nicht. Geht's hier oben lang? Jo. Aus dem ersten Level. Weil wir haben ja schon jetzt wie viel? Och, 89 Leben. Das ist ja... Naja, das kann man hier nicht vergeigen. Wenn man konzentriert genug spielt, dann wird das schon klappen. Einmal durchgeschossen und fertig.
glaube jetzt schon in diesem Let's Replay ist meine Yoshi's Island Leistung im Vergleich zu damals wesentlich besser geworden. Liegt auch teils an den Hacks. Und ich glaube fast sogar, ich könnte fast sogar in manchen Levels durchrennen. Beim 2 Plus Hack zum Beispiel. Würde ich mir sogar zutrauen. Weil Zero hat es ja auch quasi ohne Quicksaves geschafft teilweise. Also müsste es doch eigentlich möglich sein. Aber das kommt alles noch. Ich plane noch wesentlich geilere Hacks, die mich auch mehr fordern werden. Noch ein Scrollpart. Scrollpart Nummer 2. Jetzt wird alles schon schneller. Eine ganze Möwenhorde. Aha. Dummheit lässt grüßen. Und Steine fallen vom Himmel. Die hätten mich fast unterge... Nein! Och, es war so gut. Es lief so gut. Da wäre es Finish gewesen. Das ist ärgerlich. Es lief gerade so gut und da muss sowas passieren. Blöde Steine. Macht euch mal letztlich hier komischen Viecher. Damit ich meinen Eiervorrat wieder aufstocken kann. Jetzt kam der Stein. Und tschüss. Das ist ein bisschen gemein hier, die Stelle. Obwohl, wenn man richtig landet, dann geht's eigentlich schon. Muss man bloß nicht auf die Steine kommen, das war knapp. Zack, 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 zack. Und leben. Und finish! Und ein Bonusspiel für unsere Mühen. Ah, wie schön, wie schön, wie schön. Schöne Punktzahl, 70 Punkte. Das machen wir noch. Memory, okay, gut. Das kann ich. Okay. Nehmen wir mal den Powerblock, weil den kann ich gut gebrauchen. Was war noch? Ich hab's gerade das andere nicht gemerkt. No. Das war's nicht. Ah, das war doch da drüben, glaube ich. Oder? Nein! Ah, Mist. Nicht aufgepasst. Egal, denn das, was wir heute von Yoshi's Island Replay im nächsten Part, geht's dann hier weiter in Welt Nummer 6. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski, Leute.